Moin, heute geht es wieder um die Liebe und zwar um die wahre Liebe mit dir und deinem Seelenpartner. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, wie verhalte ich mich eigentlich energetisch richtig, wenn dein Seelenpartner vergeben ist, verheiratet ist oder du das vielleicht bist, also ihr einfach noch nicht zusammen sein könnt, aus welchen Gründen auch immer. Denn mir wird oft die Frage gestellt, darf ich jetzt an ihn denken oder darf ich nicht an ihn denken, soll ich ihn jetzt energetisch loslassen, wie mache ich das eigentlich richtig? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen, also all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja. Seinem Seelenpartner zu begegnen, das weißt du selbst, wenn er in dein Leben kommt, ist das Chaos da. Man ist verunsichert, man weiß gar nicht genau, wie soll ich jetzt damit umgehen, mit diesen ganzen Gefühlen, die einen da übermannen sozusagen. Und dann noch die Gesellschaft, die einem da auch noch reinredet und sagt, wie irgendwas sein soll. Und dabei ist es doch so speziell und ja, es kann einfach nicht jeder verstehen, der es noch nicht erlebt hat. So, aber wie gehe ich jetzt damit um, wenn wir noch nicht zusammen sein können? Darf ich jetzt an ihn denken oder nicht? Oder was darf ich an ihn denken oder soll ich ihn halt eben energetisch loslassen. Und ich kann dir sagen, letztendlich entscheidest du das, was du für richtig hältst. Es gibt eine ganz bestimmte Sache, aber auf die du unbedingt achten musst, was ganz, ganz wichtig ist. Du darfst alles machen, was du möchtest, denn deine Gedanken sind frei. Ich weiß, Seelenpartner haben eine besondere Connection, weil sie einfach auf Seelenebene connected sind. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere telepathische sozusagen Connection auch da. Aber letztendlich darfst du entscheiden, immer, was du denkst und was du fühlst. Das heißt, Gedanken und Gefühle gehen ja einher. Das ist ja wie so ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, und das ist generell, wenn du etwas dir manifestierst oder wünschst, wenn du etwas visualisierst, dass es dir danach nicht schlecht geht. Das ist der entscheidende Punkt. Weil es kommt darauf an, dass du in deiner Schwingung bist, dass du hochschwingst. Weil sofern du in den Mangel kommst, weil du dir zum Beispiel jetzt vorgestellt hast, oh, wie wir jetzt zusammen sind und was wir dann so Schönes machen und all diese ganzen Sachen und du dann auf einmal, weißt du, deine angebliche Realität reinkommt, wo dein Verstand sagt, ja, wo ist er denn, ne? Oder das funktioniert doch gar nicht oder der ist doch gar nicht da, was du dir wieder vorstellst und das funktioniert doch gar nicht und all diese ganzen Sachen, kann es durchaus sein, dass du wieder aus deiner schönen, hochschwingenden Energie der Liebe abfällst in den Mangel. Und dann geht es dir schlecht, dann kommt der Liebeskummer und all diese ganzen Dinge. Und das gilt es zu vermeiden, beziehungsweise dich dann wieder reinzuschwingen in deine wunderschöne Energie, da wo eben auch die ganzen Wunder passieren. Weil sofern du in den Mangel kommst, ist das, ich nenne es jetzt mal eine negative Energie. Das heißt, du wirst dann natürlich niemals auf dieser Frequenz sein mit deinem Seelenpartner zusammen. Das ist aber auch spannend zu beobachten, wenn dir das passiert. Es ist, wie gesagt, nichts Schlimmes. Es ist letztendlich nur, dass sich da etwas meldet in dir, worauf du mal achten solltest. Denn du weißt, in einer Seelenpartnerschaft geht es sehr stark um Selbstliebe. Das heißt, wenn du dann in so einen, sage ich mal, mangelnden Selbstwert fällst, weil das tust du, wenn du dann eben diesen großartigen Liebeskummer hast, denkst, oh, und er ist nicht da und das schaffe ich ja wirklich nicht und ob das überhaupt, diese ganzen Selbstzweifel und Ängste, die dann kommen, deuten darauf hin, dass letztendlich da ein Selbstwertgefühlmangel vorherrscht. Ist nicht schlimm, haben wir alle irgendwo, aber wir können das ändern, du kannst das ändern. Das heißt, wenn das passiert, es ist ein Indiz dafür, dass du unbedingt an deinem Selbstwertgefühl arbeiten solltest, weil du letztendlich damit, wenn du in diesem Liebeskummer bist, nichts gegen Liebeskummer, ne? Jeder hat mal Liebeskummer und das ist ja auch eigentlich mal ganz schön, ein bisschen Liebeskummer zu haben, aber dich da wieder rauszuholen, da nicht drin zu bleiben, sondern dass du dann für dich erkennst, oh wow, ich müsste da nochmal dran arbeiten, weil du letztendlich dir dann wünschst, dass dein Seelenpartner dich zu sagen rettet oder eine Lücke füllt, irgendwas, wo du noch im Mangel bist. Und das wird ein Seelenpartner nie machen. Und das ist ja das Spannende überhaupt im Seelenpartner-Dualseelenprozess, dass dir das nochmal bewusster wird, dass du dich richtig darauf vorbereiten kannst, dass du daran arbeiten kannst, um eben diese wundervolle Partnerschaft auf Augenhöhe, diese Freiheit, diese Liebe, diese wahre und tiefe Liebe, bedingungslose Liebe, überhaupt leben zu können. Also ist es nichts Schlimmes, sondern letztendlich denk, oh, alles klar, danke für den Hinweis, da will ich dran arbeiten. Dafür gibt es natürlich auch meine Selbstermächtigungssession, wenn du Bock hast, da tiefer reinzugehen, überhaupt mal aufzuräumen in deinem ganzen Leben.
So, das heißt, du kannst also, wie gesagt, du musst es für dich einfach mal ausprobieren. Wenn du sagst, ich bin total wohl damit, ich finde das mega, mir das immer so vorzustellen, mit ihm energetisch Kontakt aufzunehmen, mir das so auszumalen, was wir dann machen und du dann nicht in den Mangel fällst, in diesen Liebeskummer, Angst zu haben oder wieder in das Selbstzweifel zu kommen. Wunderbar, mach das weiter. Wenn du aber sagst, ah nee, passiert mir immer wieder, ich falle immer wieder in diese mangelnde Frequenz rein, dann würde ich eher sagen, lass los. Lass energetisch los und versuch weniger dann zu denken. Versuch dann lieber, dir Gedanken zu schaffen, die dich generell fröhlich machen. Weil das ist ja das Spannende überhaupt beim Manifestieren. Weil letztendlich geht es ja auch so ein bisschen ums Manifestieren, ne? Dass ihr so zusammenkommt. Dass du letztendlich immer schaust, dass du dir fröhliche Gedanken schenkst. Gedanken, die dir Spaß bringen, wo es dir gut geht, die dich glücklich machen. Weil dann schwingst du auf dieser Energie. Wie du dich auf diese Energie bringst, das ist völlig Banane. Das kannst du entscheiden. Darum probier dich da aus, was für dich das Beste ist. Also letztendlich gibt es nichts richtig oder falsch, sondern es geht immer darum, dass du schaust, wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich gut? Bam. Weitermachen, fühlst du dich nicht gut, versuch was anderes, damit du dich wieder gut fühlst. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst da einfach noch mehr Klarheit, du brauchst eine Bestätigung, dann lass uns das in einem Channeling-Coaching herausfinden, weil das können wir da. Da begegnen wir ihm energetisch. Das ist so eine berührende Session. Das ist unglaublich, was wir da alles herausfinden. Dafür schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettebohrmester.com. Ich freue mich drauf, dich darin unterstützen zu können und ja, wenn du Lust hast, schreib gerne mal in die Kommentare, wie es dir gerade geht, was du gerade für dich herausgezogen hast, wie du das jetzt zukünftig machen möchtest. Ich freue mich mega drauf. Und jetzt kann ich nur sagen, ciao for now, auf die Liebe, High Five, Love and Smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy, lebe deine Einzigartigkeit. Und du bist ein Geschenk. Pack es aus und Liebe. Tschüss.